Moin Moin und herzlich willkommen bei der neuen Folge Russian Fishing 4. Wir sind unterwegs im Boot und wollen uns einen neuen Spinning-Spot angucken. Und zwar am großen Strom. Und zwar wollen wir, ein Stück müssen wir noch, wir wollen uns dieses große Loch hier vornehmen. Hatte ich irgendwo im Forum, glaube ich, gelesen, dass dort aktuell die atlantischen Lachse zum Beispiel gut laufen. Da wollen wir doch mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Und da ich dann sowieso gerade hier bin, werden wir später dort hinten hin wechseln und werden dort in den Abend- und Nachtstunden dann mal ein bisschen auf Brassen angeln. Mal gucken, was die Brassen da so machen. Da hinten an den Containern kann man auch gut auf Brassen gehen. Ist immer verschieden, wo die gerade stehen. Das muss man ein bisschen testen und das wollen wir doch mal machen. Aber als erstes wollen wir so ein bisschen atlantischer Lachs. Vielleicht stehen hier auch ein paar Zander oder so. Müssen wir mal gucken. Paar Rapfen vielleicht. Köder werden wir ein bisschen durchtesten. So, ich will ganz zum Rand. So. Wenn wir dann aufstehen können, wollen wir das auch machen. Dann wechseln wir hier mal auf die 3. Und werden da auf jeden Fall mal wechseln müssen. Wir können ja mal den gelben testen. Und jiggen hier mal ein bisschen. Also in den Rekorden habe ich schon geguckt. Da stehen in erster Linie die, wie heißen sie? Die Hunter drin. Aber wir können ja mal gucken, ob wir hier mit dem Schaumgummifisch was an Land ziehen können. Und mit der Dropshot-Montage. So. Mal gucken, wo stehen wir hier? Wie tief macht das wohl sein? 6,5, 7, 8 Meter irgendwo in dem Bereich. Ich schätze eher so 6 bis 7 Meter werden wir hier haben. Was für ein Blei? Das ist unsere Montage im 28er Blei dran. Schaumgummifisch. 30 Kilo Stahlvorfach. Das können wir gleich noch tauschen. Da machen wir dann mal das 17,4er Fluorcarbon dran. Ich weiß nicht, ob die Fische hier so scheu sind. Kann ja nicht schaden. Kann ja absolut nicht schaden. Wir werden es einfach mal testen. So, hat das Boot sich jetzt hier neu ausgerichtet? Ich hoffe wohl. So, Jig-Montage scheint nicht so richtig zu funktionieren. Irgendwie stehen wir nicht ordentlich am Strom. Vielleicht langsamer. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Das müssen wir ein bisschen testen hier. Köder scheint auch nicht ganz am Grund zu sein. So, da haben wir schon den ersten Biss. Das wird wahrscheinlich ein Barsch sein, so von der, vom Gefühl her. Da ist er auch schon. Ist ein Barsch. Groß ist der denn? 381 Gramm, immerhin. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. 381 Gramm hört sich doch schon ganz gut an. So, wechseln wir mal den Köder. Was können wir hier noch für Köder benutzen? Ich hätte jetzt eher auf den blauen getippt, dass der blaue hier vielleicht ganz gut geht. Dann gucken wir nochmal, welche Richtung wir überhaupt werfen müssen. Die Richtung ist gut. Für Leute sind die denn am Spot? Ach, das war falsch. Da wollte ich hin. 13 Leute sind hier am Spot. Krass. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da fangen auch schon welche, die rapfen. Wir wollen hier mal gucken. Und dann später möchte ich dann in den Abendstunden tatsächlich zu den Brassen. Das war auch eigentlich mein Anliegen hier, mal den Brassenspot wieder zu testen. Und wenn der da hinten halt nicht geht, gehen wir halt zu den Containern auf die andere Seite rüber. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen, wie das geht. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Boot, das wisst ihr ja. Wir sind hier, werfen dort rüber. Die Container sind hier und dann wirft man hier rüber. Nicht irritieren lassen. Rechts von uns kommt gleich der Zug.
So, drücken wir unser Balken nochmal nach oben. Dann zwischen den Folgen werde ich dann gleich auch nochmal ein bisschen die Köderherstellung skillen, weil wir sind ja bei 75,9 und auf 80 wollte ich auf jeden Fall schnell hoch, weil dann können wir die lackierten Cranks herstellen. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja einige Skillpunkte jetzt in die Kunstköderherstellung gesteckt. Und ich muss sagen, also bisher die Köder, die ich hergestellt habe, alle so, ja, so zwischen 7 und 10 von 10 in der Qualität. Da bin ich eigentlich schon begeistert. Das hat ganz gut geklappt. Wer demnächst also noch ein paar Köder braucht, oder für den ich welche herstellen kann, der kann sich gerne melden. Gerade die Cranks oder so sind extrem teuer. Die will ich nicht unbedingt verschenken. Das können wir mal im Stream oder so machen. Dass wir mal so einen Crank oder so rausballern als Giveaway oder so. Aber jetzt da massenhaft von verschenken ist schon schwierig, weil die doch schon sehr, sehr teuer sind in der Herstellung. Weil, wenn man guckt, Crank hier, da. Allein dieser unlackierte Crank, der braucht schon Schleifpapier, Stachel, Stahldraht und Birkenholz. Ich muss jedes Mal für dieses blöde Birkenholz zum Dings hinballern. Dann das Messer, das kostet schon richtig unverschämt viel. Und dann kann ich die Dinger herstellen. Oh, der Sound ist aber heftig laut. So, da haben wir nämlich auch schon hier 9,5 von 10. Das klappt aktuell ganz gut. Ne? Tauchtiefe 1,5 Meter. 10 Gramm wiegt das Ding. Ein ganz schönes Gerät. Das kann ich hier die Tage auch mal testen. Ob das hier so funktioniert. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt, ob wir Prozente bekommen haben. Können wir hier aber gucken, weil wir 75,9 hatten. Ne, haben nichts bekommen. Das kann nicht wahr sein. Also es wird immer schwieriger, noch Prozente zu bekommen. Selbst jetzt in der Happy Hour. Dafür muss ich schon einige Kunstköder herstellen, damit ich da Prozente bekomme. So, das Jiggen mit der Dropshot scheint nicht so richtig zu funktionieren. Deswegen wenn wir mal eben hier rüber switchen. Machen normale Kunstködermontage. Nehmen dasselbe Vorfach und nehmen mal einen Hunter. Wo sind sie denn ganz? Oh Mann, ich habe viel zu viele Köder am Start. Das ist echt ganz schön nervig. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar verschenken. Also, wer noch welche haben möchte, kann sich gerne melden. So, wir haben letztes Mal, ich glaube, hiermit haben wir gut gefangen, ne? Haben wir hiermit gut gefangen? Oder mit dem roten? Also, einer von den beiden ging richtig gut, ey. So, jetzt klappt das auch mit der Jigführung hier. Und schon haben wir den ersten Fisch dran. Ich hoffe, ihr hört das. Das ist gar nicht mehr so klein. Das freut mich schon mal. Da ist der erste Fisch am Start. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, der fühlt sich gut an. Kämpft ein bisschen. Ja. Ist kein Riese, das müssen wir ganz klar festhalten. Das ist nicht, dass ihr jetzt erwartet, da kommt jetzt das Monster raus. Aber der fühlt sich schon gut an. Also das ist schon ein ganz ordentliches Kaliber, den wir jetzt hier hochpumpen müssen. Müssen wir mal schauen, was denn dabei rumkommt. Oh, macht einen guten Eindruck, ne? Das sieht schon mal gut aus. Das Heidewitzka. Top. Top, top. Deswegen stehen wir ja hier. Deswegen angeln wir hier. Wegen solcher Fische. So, jetzt muss es nur der richtige Fisch sein. Am besten mit einem goldenen Haken dran. Das wäre top. Das wäre doch richtig nice. Uns fehlt nämlich noch Atlantischer Lachs. Gut, Atlantischer Lachs, der ist ja irgendwo bei, keine Ahnung, was hat der? 15 Kilo oder so, irgendwo Trophy. Da kommen wir nicht hin. Also das wird definitiv hier nicht der Fisch haben. Da werden wir schon deutlich mehr kämpfen müssen. Oh, fühlt sich gut an. Könnte. Oh, das ist ein Zander, Leute. Krass. Batzi, 3,257 Kilo Zander am Start. Wie geil ist das denn?
Hammer. Da hätte ich jetzt ja nicht mit gerechnet. Das ist schon richtig Granate, ey. Heidewitzka, Mann, oh Mann, ey. Da war ich jetzt echt überrascht. Ich hätte mit dem Rapfen gerechnet. Ohne Witz, ich hätte auf den Rapfen gesetzt. Definitiv hätte ich auf den Rapfen gesetzt. Okay. Oh, der ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Da haben wir schon mal den ersten schönen Fisch im Kescher. Ich will mal gucken, wie weit dieser Chat-Bereich hier überhaupt geht. Ich glaube nicht, dass der da hinten bis zu dem Posten da geht. Aber die anderen fangen auch Zander, ne? Alanscher Lachs, Zander. Also wir scheinen hier schon gar nicht mal so verkehrt zu sein. Also die richtigen Fische sind hier schon am Start. Weil Zander haben wir schon als Trophy, uns fehlt noch Rapfen und atlantischer Lachs. Die sollte man fangen können. Wo liegen denn die wöchentlichen Rekorde? Da, zack. Alle Regionen können wir euch gucken. Aaland haben wir schon. Atlantischer Lachs hier. Sehr palotti. Also 15 Kilo brauchen wir locker, um Richtung Rekorde vorzupreschen. So, Rapfen, Rapfen, Rapfen. Da. Und der ist deutlich kleiner. Also einen Rapfen sollten wir schon mit deutlich weniger bekommen. Aber war auch eindeutiger Köder, oder? War der schwarze Hunter, der alleinig in den Rekorden war. Wir können ja mal den braun-schwarzen Aquila ausprobieren hier. Ne, Weko. Den hier, oder? Oder nehmen wir den Hunter? Lass mal den Hunter testen. Wir testen den Hunter. Der steht auch in den Rekorden drin. Und wir wollen ja die Rekordfische fangen. Ah, nehmen wir den. Nehmen wir den. Mal gucken, was da kommt. So, Wochenende gleich wieder vorbei. Das ist natürlich. Ich will es nicht näher sagen. Nächste Woche Donnerstag wird wahrscheinlich gestreamt. Können wir schon mal drauf einstellen. Ich werde gleich nochmal eine Ankündigung fertig schreiben, denke ich. Ich denke, dass wir Donnerstag streamen werden. Russian Fishing oder Ultimate. Wir können auch beides, ne? Zwischenzeitlich mal rum. Hier ist der Rapfen. Aber der ist ganz schön klein. 593 Gramm. Aber wir haben noch ein bisschen Dings geskillt hier. Spinnfischen. 593 Gramm Rapfen. Das ist natürlich kein Monster. Aber die atlantische Lachse, die werden hier gefangen wie bekloppt. Was hatte ich gesagt? Auf was werden die gefangen? Deutschland wöchentlich. Atlantischer Lachs. Hier ist alles dabei, ne? Einmal der dunkle hier, den wir auch haben. Dann den Zander Kunstköder Nummer 2. Den haben wir natürlich auch. Den können wir nämlich herstellen. Den können wir natürlich nachher auch nochmal testen. Muss ich nur noch mit den mit den Haken nochmal hin und her jonglieren, weil ich habe, glaube ich, meine guten Haken auf anderen Ködern drauf. Aber das kriegen wir hin. Das dürfte nicht so das Problem sein. Wir müssen sowieso mal so ein bisschen unsere eigenen hergestellten Köder hier ein bisschen testen. Vielleicht erleben wir die ein oder andere Überraschung hier. Oder? Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen müssen. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, welche Köder hier gut laufen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann werden wir nächstes Mal noch ein bisschen mehr durchtesten und ein paar andere Köder durchtesten. Oder vielleicht habt ihr auch einen anderen Spot. Vielleicht einen ganz anderen Spot. Ich habe auch schon hier hinten gestanden. Hier habe ich gestanden, am 10er, am 8-Meter-Loch. Ging alles richtig gut, ohne Witz. Also gerade atlantischer Lachs und Rapfen und so, hervorragend. Kann ich mich echt nicht beschweren. In allen Bereichen. Irgendwo standen sie immer. Man musste zwar ein bisschen gucken, aber irgendwo haben sie immer gefunden. Von daher gar nicht so abwegig, dort die Fische zu fangen. Was ist hier denn los? Das kann doch nicht wahr sein. Leute, 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 Leute. Eieieiei. Wir gehen gleich wieder auf den Weko, oder? Weko, bester Köder. Läuft. Den Kauf habe ich auch noch nicht bereut. Von dem Weko, die sind echt gut. Die gefallen mir echt mega, ey.
Habe ich bisher richtig gut mitgefangen. Der Rote ist auch gut, ne? Den haben wir, glaube ich, schon mal getestet und haben damit eigentlich schon ganz gut gefangen. So, jetzt muss er noch runtergehen. Mist, mein Getränk ist schon wieder auf. Kann auch nicht wahr sein. So, ja. So, ich habe mich gerade erst von der Grippe erholt, ne? Und ich fühle mich jetzt schon wieder krank, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Richtig nervig. Irgendwie macht mich das Wetter fertig. So, komm, jetzt nochmal so ein Monster zum Schluss. Aber richtiger Drill drin. Und dann ist das auch in Ordnung für dieses Video. Oder? Kann auch mal so ein, was habe ich gesagt, Rapfen, ne? So ein Trophy-Rapfen kann ja wohl nochmal anbeißen. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja, Leute, was soll ich sagen? So richtig will er nicht. Das lief schon mal besser. Das lief schon mal besser, definitiv. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? So richtig überzeugt bin ich von diesem Spot nicht, muss ich sagen. Wir haben zwar einen guten Zander gefangen, aber ansonsten ganz schön mau. Das war wirklich mau, aber wir können mal so einen Zanderköder benutzen, oder? Den werde ich gleich noch mal ein bisschen testen, aber für euch ist es das gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. War super geil. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen da. Habt ihr irgendwelche Ideen oder so, wo wir demnächst mal angeln können? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich muss mich auf jeden Fall bei euch bedanken für den ganzen Support. Super geil, super klasse Community. Macht echt super Spaß mit euch hier die Videos herzustellen und mit euch. Was ist mein. Tja, keine Ahnung, wo ich meinen Haken gelassen habe, aber was will man machen? Macht auf jeden Fall super Spaß mit euch. Ich hoffe, euch auch mit mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier am 20er, wenn wir dann auf Brassen angeln. Besten Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Keule.